Alrighty, dann damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shake Sandwich mit mir und Basti und heute mit dem Thema Klassenwahl. Ich weiß, es gibt sowas auf YouTube, es kommt sowas auch mal von YouTube, ich weiß auch, dass Davalon das fordert und ich denke, er macht das noch detaillierter pro Klasse, als ich das jetzt hier mache. Deshalb gönnt euch auf jeden Fall auch seine Videos, ich bin selber bei einigen Klassen gespannt, was er dazu sagen hat. Trotzdem möchte ich meinen Ansatz euch näher bringen, wenn ihr euch die Frage stellt, welche Klasse kann man denn empfehlen? Was soll ich denn nehmen? Es gibt jetzt 8 Klassen, die Auswahl ist groß. Shakes and Fidget ist ein sehr mathematisches Spiel, das heißt, vieles ähnelt sich. Und jemand, der mich fragt, welche Klasse würdest du denn mir empfehlen, würde immer eine Gegenfrage bekommen: Was hast du denn vor mit der Klasse, wenn ihr euch den neuen Char jetzt erstellt? Auf einem neuen Server, auf einem alten Server, das ist ja egal. Wie hast du vor zu spielen? Weil ich finde, dass die Fakten, die da sind und die Erfahrungen, die man mit den Chars macht, sich persönlich auf euch am besten auswirken, wenn ihr wisst, wie ihr spielen wollt. Ja, das kann einen sehr entscheidenden Unterschied darstellen. Und dazu gibt es auch einen sehr guten Ansatz im Forum, finde ich, den ich euch mal zeigen will. Das ist dieser Guide, das ist Teil 1 von 3, denn derjenige hat es auf die Main-Attribute gespielt, also Stärke ist jetzt Krieger, Kampfmagier und Berserker. Die anderen kommen auch noch und die werde ich auch in 2 separaten Videos nochmal beleuchten. Deshalb hier speziell Krieger, Kampfmagier und Berserker. Und der mathematische Ansatz, den er da nimmt, ist im Prinzip gar nicht so relevant, aber es ist trotzdem eine gute Übersicht, denn ein Krieger ist prinzipiell, wie auch der Kampfmagier, Berserker, mit den Waffen ausgerüstet, die am wenigsten Schaden machen. So. Das heißt, wenn man jetzt den fettesten Schaden rausballern will pro Angriff, ist der Krieger schon mal nicht so die allernicste Wahl. Er hat aber mehr Leben. Das heißt, diese Formel des Lebens wird durch die Ausdauer, was ihr ja skillen könnt, Pets, Ausrüstungsgegenstände, Items, Steine, Tränke gegebenenfalls, wird es erhöht und gibt in der Formel dann eure Lebensenergie. Da sind diese Klassen, also gerade Krieger und Kampfmagier, am stärksten. Ja? Und deshalb, Krieger ist ja auch die älteste Klasse neben Kundschaftermagier, dort auch immer im PvP, im Late Game sehr gut geeignet und das ist auch sehr nice gemacht in diesem Guide hier, weil er auch eine gute Bemerkung dazu schreibt, die finde ich super stark. Das, ja, wenn ihr mir also sagt, ihr wollt einen neuen Char spielen, ihr wollt ausdauernd spielen, ihr wollt langfristig auf dem Server spielen, ihr wollt vielleicht PvP was reißen können, dann ist der Krieger eine sehr, sehr gute Wahl. Er schreibt hier, dass er konstanter ist, das zeige ich euch da auch gleich nochmal, womit es zusammenhängt. Und ich erkläre euch aber auch, warum auch Pilzer den Krieger natürlich spielen können, wenn ihr vorhabt zu pilzen, langfristig zu spielen, warum ihr auch den Krieger nehmen könnt. So, den Guide mache ich wieder raus, zeigt bei euch. Und ich verlinke ihn aber im Forum, also ihr könnt euch das dann gerne mal selber durchlesen, auch zu allen anderen Klassen schauen, wenn ihr wollt. Das ist ganz nice. Also, man weiß ja, bei Shakes and Fidget gibt es besondere Fähigkeiten. Und die Fähigkeit des Kriegers ist das Blocken mit Schild. Wenn er also gegen jemanden angreift, bis auf Magier oder Druide im Magier-Modus, gibt es pro Angriffsrunde 25% Chance, dass er blockt. Beziehungsweise pro Angriff. Ja, also ein Assassine, der zweimal pro Angriffsrunde angreift, kann auch sein, dass der Krieger zweimal blockt. Diese Fähigkeit ist hilfreich, damit der Krieger Dungeons schaffen kann. Aber diese Fähigkeit ist im Vergleich zu anderen Fähigkeiten von anderen Chars nicht so gut. Beziehungsweise teurer. Beziehungsweise unkonstanter. Denn wenn man jetzt einen Angriff macht, wenn man jetzt einen Dungeon angreift, ist die Frage, na, jetzt hat er nicht geblockt, jetzt hat er nicht geblockt, jetzt hat er nicht geblockt, jetzt hat er nicht geblockt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt blocken kann hier bei diesem Dungeon gerade, aber ist ja erstmal egal. Angenommen, das ist jetzt ein normaler Dungeon, ja, und er blockt halt einfach nicht, dann muss man wieder einen neuen Versuch geben. Und die Pilzer, die juckt das nicht, die geben halt ihre Pilze aus, bis der Dungeon fällt. Bei den Dungeon muss man nur einmal schaffen. Den Dungeon muss man nur einmal schaffen und dann ist gut. Im PvP sieht die Sache anders aus. Guckt man jetzt in die Ehrenhalle und macht jetzt einen Angriff, gewinnt man ihn, nice, hat man Ehre gewonnen, ja. Verliert man ihn aber, verliert man Ehre. Es kostet Pilze und Ehre. Und das heißt, man fällt auch wieder in der Ehrenhalle. Und je nachdem, wie alt der Server ist und wie viele Leute auf eurem Niveau mitspielen, kann das dann sehr anstrengend sein, halt die Position im PvP auch zu behalten. Und das wiederum heißt, der Krieger ist halt insofern konstanter, weil die Fähigkeit
nicht so eine Rolle spielt wie bei den Dungeons, beziehungsweise wenn man bei den Dungeons die Rolle haben möchte oder dass es die Rolle spielen soll, muss man mehr Pilze ausgeben. Für Dungeons-Pilzen ist der Krieger halt einfach teurer, weil er eben nicht die konstanteste Fähigkeit hat, aber dafür ist er im Late-Game, wo ein Kampf nur wichtig ist, besser geeignet. Also PvP, Gildenfights, vielleicht auch hohe Raids, kann der Krieger bessere Auswirkungen haben pro Versuch, als Klassen, die mehr auf Dungeons fixiert sind. Das heißt, ihr könnt natürlich auch den Krieger pilzen, müsst euch aber im Klaren sein, dass er teurer sein wird als vielleicht eine der anderen Klassen, die wir dann noch beleuchten werden. Und das ist im Prinzip das hauptsächlich Wichtigste für diejenigen, wo ich sage, die würden sich für den Krieger interessieren. Wie man den dann genau spielt und skillt, das kann dann jeder für sich selber entscheiden. Das kann man ja bei jedem Char. Beim Kampfmagier sieht die Sache halt ähnlich aus. Ja, der Kampfmagier hat genauso viel Leben, er hat die gleiche Waffe. Er hat im Prinzip auch die gleiche Rüstung. Das ist aber beim Kampfmagier insofern gelöst, dass er ja Magiersachen trägt. Das heißt, nur 10% hat und dann 40% on top bekommt. Was aber ganz gut ist, im Prinzip hat er keine so großen Nachteile in der Rüstung wie jetzt ein Krieger. Also wenn man 8% hat, sind es halt trotzdem 48. Insofern ist es der Kampfmagier sogar vielleicht ein bisschen günstiger, um die Rüstung halt oben zu halten. Ist jetzt meine persönliche Meinung. So, der Kampfmagier hat halt eine Fähigkeit, die auch auf 25% gilt, aber sie beschreibt das, den Fixschaden, den er macht. Ne? Den Fixschaden, den er macht, es gibt ja Werte anhand des Levels und Ausdauer, die sagen, wie viel Schaden ist es denn letztendlich im PvP. Aber wenn ihr auf Gegner trefft, die in eurem Niveau sind, dann ist es relativ ausgeglichen. Und er macht fix diesen Schaden. Außer halt gegen die Magier. Aber das ist egal, weil da ist er gleichgestellt wie der Krieger sozusagen. Er macht fix diesen Schaden. Das heißt, wir haben ja vorhin einen Versuch gesehen, wo der Krieger vielleicht gar nicht blockt. Da ist der Kampfmagier sogar noch konstanter. Weil es ist festgelegt, dass dieser Schaden passiert. Dadurch ist er noch konstanter als der Krieger. Kann aber halt bedeuten, Konstanz nach hinten. Okay, aber nach oben fehlt auch. Das heißt, der Krieger kann vielleicht auch in einem Versuch gegen den Dungeon 5-mal hintereinander blocken, verhält sich wie ein Kundschafter, dann hat er es natürlich besser. Und das ist der Grund, warum der Kampfmagier wahrscheinlich sogar noch teurer ist, wenn man es auf die Dungeons bezieht. Wahrscheinlich, warum sage ich das? Weil ich selber noch nicht gespielt habe. Und da hoffe ich zum Beispiel auf das Video von Davalon, der natürlich ein sehr starker Pilzer ist. Aber vielleicht kann er auch für Free-to-Play-Spieler da ein paar gute Tipps bringen. Weil ich stelle mir vor, wenn man wirklich sagt, man will sich mehr aufs Late-Game fixieren, Dungeons sind egal, dann würde ich den Kampfmagier empfehlen. Wenn die Dungeons trotzdem wichtiger sind, würde ich wahrscheinlich eher den Krieger empfehlen. Das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. So, und der dritte im Bunde ist der Berserker. Und der Berserker ist ja jetzt auch schon lange auf dem Markt, muss man ja fast sagen. Und der hat halt auf jeden Fall weniger Ausdauer. Also er hat weniger Leben, sondern hat so viel Leben wie Kundschafter, Assassin, geht auch auf Stärke, hat halt den gleichen Bonus, aber er hat halt die Fähigkeit des Rages. Die Fähigkeit des Rages macht die Sache halt ganz anders als beim Krieger und Kampfmagier, denn der Rage ist eine Fähigkeit, die... Ihr habt es gesehen, der Rage, der kann einen mega großen Impact auf den Fight haben. Ja, wenn er einmal im Rage ist, kann sich der Gegner nicht verteidigen. Der Schaden wird gestackt vom Berserker und das ist die einzige Klasse, die gegen alle anderen Klassen funktioniert. Darum ist der Berserker die Dungeon-Klasse schlechthin. Da gibt es kein Wenn und Aber, das ist einfach so. Es ist die Klasse, die die Dungeons am ehesten schaffen kann, der rascht durch die Magier durch. Also ich kann euch auch den Tipp geben, wenn ihr Berserker spielt, ihr macht einen Dungeon und danach kommt ein Endgegner, gerade bei den ersten 130 Dungeons und so ein Portal und so, könnt ihr in der Regel mit dem gleichen Equipment auch den Magier legen. Also es gibt selten den Fall, dass das nicht funktioniert. Ausnahmen sind Schatten-Dungeons mit Begleitern sicherlich, aber das ist ganz, ganz relevant. Dieser Effekt, der ist voll auf Angriff fokussiert, aber vollends auf Angriff fokussiert. Und da ist es auch egal, dass er weniger Rüstung hat. Man sieht halt natürlich im Fight, wenn er jetzt nicht oft genug raged,
oder der Krieger seine Fähigkeit mehr nutzt als erwartet, ich habe einmal viermal geblockt, glaube ich, oder der Kundschafter viel ausweicht, dann hat er halt im PvP Probleme. Und das bedeutet wiederum, er ist unkonstanter. Und man weiß jetzt nicht, ob es insgeheim nochmal einen Boost gibt für den Berserker irgendwie, der sich im Late Game auswirkt, weil auch wir wissen, auf vielen Servern S39 Terra, Acclimator zum Beispiel auf S41, auch Davalon mit seinem Bersi, die sind halt die stärksten Klassen, trotzdem auch in der Ehrenhalle in der Regel, aber man weiß nicht, wie viele von wie viele Kämpfen gegen den nächstbesten Krieger oder so gewinnen sie denn vielleicht sogar tatsächlich, beziehungsweise haben sie noch mehr ausgegeben und haben deshalb den Vorteil, ja, also im PvP und dadurch auch im Prinzip in den Gildenfights und in den Raids unkonstanter, heißt aber auch, ein Berserker kann 20 mal ragen im Gildenfight. Dann hat er einen riesengroßen Impact auf den Kampf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt gering, weil man hat ja nur einen Versuch. Davalon schafft dieses Level auch nur, weil er halt einige Dungeons wirklich sehr, sehr viele Versuche gegeben hat. Wie es auch bei vielen anderen Klassen der Fall ist. Aber die Range von dem, was möglich ist beim Berserker, ist höher als vom Krieger und vom Kampfmagier. Heißt also Fazit, wenn wir hier nochmal in den Kampf reingucken. Wenn ihr gerne Stärke spielen wollt, dann empfiehlt man einen Kampfmagier aus meiner Sicht, wenn ihr langfristig spielen wollt und die Dungeons euch egal sind, ihr vielleicht da wirklich auch Geduld habt und nicht viele Pilze ausgeben wollt, trotzdem im Late Game stark sein wollt, könnt ihr gerne Kampfmagier spielen. Der Krieger wäre tendenziell ein bisschen günstiger, wenn man sich auf die Dungeons fokussiert, weil er halt eine größere Range hat an den möglichen Versuchen. Beziehungsweise ist er dann nicht günstiger, wenn man viele Versuche ausgeben muss, aber er kann mehr schaffen, wenn man Dungeons pilzen will. Und der Berserker, den könnt ihr aber auch als Free-to-Play-Spieler gerne spielen, denn ihr werdet auch als Free-to-Play-Spieler merken, dass ihr die Dungeons besser schafft, kommt halt schneller vielleicht ins Late-Game rein. Dann kann es aber sein, dass ihr tatsächlich im PvP-Bereich nicht so gute Karten habt. Dementsprechend schaut, was für euch wichtig ist. Und das gleiche, was ich jetzt gemacht habe, werde ich auch nochmal mit den Geschickklassen machen und mit den Intelligenzklassen. Deshalb hoffe ich, dass es soweit gefallen hat. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Wenn ihr Ergänzungen habt, Kritik, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da bin ich offen mit euch im Austausch. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch da auch nochmal ein eigenes Bild von macht, wenn ihr da noch nicht so viel Ahnung habt. Und ja, das war's dann von mir. Haut rein, macht's, tschüss, servus, euer Basti.